und ich getraut habe. Da hast du meinen Sohn mit deinen Lügen vergiftet. Peter, bitte, ich habe das alles nicht gewollt. Hör auf, ich kann's nicht mehr hören. Dann knallt er Sebastian in meinem Beisein eine und als ich weg bin, verprügelt er ihn. Weil ich ihm nicht glaube, lässt er mich sitzen. Wem soll ich da überhaupt noch glauben? Ich weiß es nicht. Aber bei Sebastian würde ich trotzdem vorsichtig sein. Kathi war hier. Sie kommt mit. Ist doch okay. Logo, wird Zeit, dass ihr endlich wieder miteinander klarkommt. Sagtest du das nicht ernst, meinst du? Raus! Du widerst mich an. Wie kannst du nur so etwas sagen? Hör auf zu heulen, das zieht bei mir nicht. Ich weiß, was ich fühle, ist dir vollkommen egal. Du bist ein Sadist. Das muss ich mir nicht länger anhören. Raus jetzt! Es war doch schon immer so, immer wenn ich ehrlich zu dir war und meine Gefühle gezeigt habe, hast du mich verletzt. Gefühle? Sowas kennst du doch überhaupt nicht. Geld, Macht, Einfluss, das ist alles, was dich interessiert. Ich liebe dich wirklich. Und ich wollte Max die Wahrheit sagen. Du hast meinen Sohn mit allen Mitteln gegen mich aufgehetzt. Ich weiß und ich bereue es zutiefst. Du hast mir vorgetäuscht, er sei tot. Du gehst sogar über Leichen. Und jetzt raus, bevor ich mich vergesse. Rosen und ein Collier. Das muss ich unbedingt Arno erzählen. Ja, ehrlich gesagt, ich hätte nie im Leben mit sowas gerechnet. Peter scheint das mit der Heirat wirklich ernst zu meinen. Ja, sieht so aus. Oh, das klingt aber nicht ganz überzeugend. Ja, Peter ist sehr liebevoll und aufmerksam. Ich könnte mir keinen besseren Mann wünschen. Und doch noch Zweifel? Ja, irgendetwas scheint ihn zu bedrücken. Er ist anders, seit er mit Clarissa im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Peter der Vorfall mehr bedrückt, als er zugeben will. Aber das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wer ist schon gerne mit seiner zukünftigen Ex-Frau über Stunden im Aufzug eingesperrt? Naja, wahrscheinlich haben die beiden fürchterlich gestritten. Das ist ja auch eine gute Gelegenheit, sich mal so richtig die Meinung zu sagen. Hoffentlich ist es das, was ihn bedrückt. Frau Schneider. Weg mit den bösen Gedanken. Peter hat Ihnen einen so wunderschönen Heiratsantrag gemacht. Ich könnte fast ein bisschen neidisch werden. Und? Wie sind die Frauen so in Italien? Worauf willst du denn hinaus? Ja, ich will nur wissen, ob du ein paar nette Mädels kennengelernt hast. Na klar. Ich war von Frauen umzingelt. Und? Hat sich was ergeben? Ey, war das jetzt ein Verhör? Nein, natürlich nicht. Ich hab nur gedacht, dass... Dass ich jetzt um Frauen einen Riesenbogen mache. Naja, nach dem ganzen Stress mit Kathi. Hör mal, ich hatte ein Problem mit Kathi, zugegeben. Aber nicht mit Frauen generell. Gut, dann bist du ja endgültig über sie hinweg. Wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch das Spiel. Ja, was ist? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir nicht wohl bei der Sache. Wegen Kathi? Es war vielleicht doch keine so gute Idee, sie zum Basketballspiel einzuladen. Na prima. Dann geht die ganze Kiste wieder von vorne los. Ach, red kein Blödsinn. Ich habe mir die erste Begegnung bloß leichter vorgestellt. Komm, Jonas, wir ziehen das jetzt durch. Es sind nur ein paar Stunden, ne? Ja, wahrscheinlich die längsten Stunden meines Lebens. Himmel, ist das laut. Wieso benutzt du keine Kopfhörer? Fällt dir das Lied nicht? Doch, das hast du schon lange nicht mehr gehört. Stimmt. Und? Wie war's mit Henning? Dich noch getroffen? Ja,
Aber ich habe ihm nichts von meiner Schwangerschaft erzählt, falls du das wissen willst. Ich habe mir eh gedacht, dass du ihm nichts sagst. Sag mal, hast du das Lied nicht immer zusammen mit Sebastian gehört? Hm? Du denkst wieder an ihn. Und wenn schon? Isabel, auch wenn ich dir versprochen habe, mich nicht einzumischen, dann... Warum tust du's dann? Du hast doch nicht ernsthaft vor, dich wieder auf ihn einzulassen. Und wenn schon? Ich habe ihn mal sehr geliebt. Ja, aber er hat dir auch sehr wehgetan. Du hast mir auch sehr wehgetan, als du mit ihm ins Bett gegangen bist. Da wart ihr doch schon lange nicht mehr zusammen. Trotzdem, du hast genau gewusst, wie viel er mir noch bedeutet. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Klar, weil jedes Thema unangenehm ist. Und was ist mit Marc? Hast du ihn schon vergessen? Ihr wart doch so glücklich zusammen. Er ist nach unserem Streit einfach ohne ein Wort abgehauen. Noch Fragen? Isabel, Sebastian ist nicht der Richtige für dich. Erinnere dich bitte, wie sehr du seinetwegen gelitten hast. Danke, aber mein Gedächtnis funktioniert noch ganz gut. Und wie soll es jetzt mit euch weitergehen? Keine konkrete Antwort. Ich weiß es doch auch nicht. Teurer Edelschuppen. Oh Gott, da sind sie endlich. Wenn du dir hier einen Kaffee leisten kannst, dann hast du ja genügend Geld. Netter Laden, gefällt mir. Ich habe schon mit ihrem Boss telefoniert. Sie kriegen die Kohle bald. Hast du die Kleine endlich am Haken? Ja, so gut wie. Ein paar Tage noch und dieser Spruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Hör zu, du Schwätzer, wir haben keinen Bock mehr auf dein Gefase. Was darf ich dem Herrn bringen? Eine Kohle. Aber light. Sie auch noch was? Nein, nein, danke. Wenn die Knete nicht bald rüber wächst, dann... Welche war es jetzt? Die? Oder die? Die rechte kann ich dir auch noch auskugeln, wenn du möchtest. Danke. Kein Bedarf. So, liebe Kohle, light. Danke. Damit wir uns richtig verstehen, das nächste Mal wird's eine Gangart härter. Dann breche ich dir den Arm. Den Aufwand können Sie sich sparen. Ich habe schon ganz genau einen Plan, wie ich an die Kohle rankomme. Ah ja? Und wie sieht der aus? So. Und 5 Mark zurück. Bitte, ciao. Hallo. Hi. Sind Daniel und Jonas noch um? Die machen sich fein. Oh, ist doch für das Spiel. Auch Männer sind eitel. Die kommen bestimmt gleich runter. Leider habe ich ja gar keine Ahnung vom Basketball. Es ist ganz einfach. 2 Mannschaften, 2 Körbe, so ähnlich wie Fußball. Nur mit den Händen. Ja, so viel weiß ich auch. Na dann. Hast dich wieder mit Jonas vertragen? Ja, von mir aus ist alles okay. Und Jonas? Ich denke, er hat mir verziehen. Naja, sonst würde er dich wohl kaum zu dem Spiel einladen. Ja. Ich möchte einfach, dass wir wieder ganz normal miteinander umgehen. Kann ich verstehen. Und hier seht ihr euch auch öfter. Ja, ist ja sonst auch immer so ein verkrampftes Getue. Na? Hi. Hallo? Ach, Sie sind es. Was? Nein, nein, es geht mir gut. Kommen Sie ruhig hoch. Es tut mir leid, dass ich Sie überfalle. Möchten Sie auch einen Tee? Nein, vielen Dank. Ich habe gerade mit Kaufmanns Anwalt telefoniert. Er sagte mir, dass Sie bei Ihrem großzügigen Entscheidungsangebot bleiben wollen. Warum zum Teufel werfen Sie diesem Mann auch noch Geld in den Rachen? Mein Vater hat Sie mit Ihrer besten Freundin betrogen. Er hat es nicht verdient. Ist es Ihr oder mein Vermögen? Tach, Sie sind doch sonst nicht so karitativ veranlagt. Ich will keinen Ärger mehr. Und vor allem möchte ich mit Kaufmann nichts mehr zu tun haben. Vertrauen Sie mir. Ich ziehe den Scheidungsprozess so durch, dass Sie ihm keine einzige Mark zahlen müssen. Nein. Warum nicht? Er wird mit der Agentur sowieso pleite gehen. Was macht sie da so sicher? Peter hat von Werbung keine Ahnung. Dann ist das rausgeschmissenes Geld, ihm ihren Anteil zu überschreiben. Dieser Verlust ruiniert mich nicht.
Also ich begreife Sie nicht. Das müssen Sie auch nicht. Das ist mein Leben. Tja, wirklich nicht schlecht, der Wagen. Fast so schön wie meiner. Hm? Für so einen musst du aber noch eine Weile kellnern. Ja, oder mir eine reiche Frau angeln. Also so teuer war der Wagen nun wirklich nicht. Nö, nur ein Jahreseinkommen von einem höheren Beamten. Daniel, du nervst. Oh, ja, Katilein, freust du dich denn schon aufs Spiel? Du brauchst gar nicht so blöd zu fragen. Klar freue ich mich. Wenn du irgendwas nicht verstehst, dann frag Jonas. Er kann dir alles ganz genau erklären. Ich? Von wegen, er ist der Basketball-Experte. Also so kompliziert ist Basketball nun auch wieder nicht. Ach, dann erklär uns doch mal, was ein Dunking ist. Bestimmt ein Schokoeis. Ja, genau. Jonas, erklär's ihr. Also ein Dunk ist, wenn du den Ball so von oben in den Korb donnerst. Ach was. Hey, läuft doch schon ganz gut, hm? Ich mache jetzt erstmal gar nichts, um dass alles auf mich zukommt. Ja, du musst es ja wissen. Na, wie geht es dir? Wunderbar. Du auch? Gerne, ja. Ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen. Es geht um neue Wirtschaftsstrukturen. Ach ja? Ach, ich weiß, das interessiert dich nicht. Das ist nicht ganz mein Thema. Sag mal, wo ist eigentlich Marc? Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Schenkst mir auch noch was ein, bitte? Er ist jobmäßig unterwegs. Er hat einen neuen Auftrag, wie schön. Ah, wolltet ihr beide nicht noch mal wegfahren? Henning, was ich dich noch fragen wollte. Ich lass nur. Was ist denn? Habe ich was Falsches gefragt? Wir haben uns gestritten. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Habt ihr euch getrennt? Ach, wart's mal ab. Deine Schwester und ich haben uns ja auch wieder zusammengerauft. Entschuldigung. Das ist gerade für Sie abgegeben worden. Oh. Von wem? Kurierdienst. Das ist von Marc, ein Friedensangebot. Hallo. Oh, hallo. Wie war der Termin? Oh. Nichts Aufregendes. Ich muss auch gleich wieder weg, aber ein Espresso kann ich mir trinken. Angela? Ja. Waren Sie eigentlich schon mal auf Hawaii? Nein, aber auf Kuba. Das ist wunderschön. Hawaii ist ein bisschen überlaufen. Naja, kommt drauf an, wann man hinfährt. Also ich habe mir sagen lassen, Dankeschön. Es gibt da auch ruhigere Plätze. Haben Sie denn vor, hinzufliegen? Oh, mit Peter. Als Hochzeitsreise. Oh, eine Überraschung. Ich hoffe, er freut sich. Wenn nicht, dann fliegen wir zusammen. Ja, ah, lassen Sie. Oh, danke schön. Aber das nächste Mal bin ich wieder dran. Ja, darauf werde ich bestehen. Ja. Ja, dann sehen wir uns morgen zum Frühstück. Ja. Gut. Also, schönen Tag. Ja, danke. Tschüss. Tag, Frau Rhein. Da, Herr Kaufmann, ich gratuliere. Eine gute Entscheidung. Was meinen Sie? Na, die Hochzeit. Ach so, ja. Wurde ja auch Zeit. Wir sind ja schon recht lange zusammen. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Tschüss. Hallo, mein Schatz. Hallo. Für dich. Oh. Rechnungen? Na, mach es auf, dann weißt du mehr. Stichwort Honeymoon. Oh, ich ahne schon was. Es muss traumhaft dort sein. Guck dir nochmal diese Strände an. Du weißt, dass wir noch nicht mal unseren Hochzeitstermin festgelegt haben. Ja, du bist ja auch noch gar nicht geschieden. Aber man kann doch schon mal ein bisschen planen, oder? Ja. Das stimmt. Es tut mir leid. Ich dachte, der Ring wäre von Marc. Bedauerlicherweise nein. Oh, Caroline, hilfst du mir eben? Ich muss gleich zur Physiotherapie. Ja, sicher. Du kommst zurecht? Ich muss. Wieso verdammt nochmal schickt Sebastian mir diesen Ring? Was soll ich denn damit? Wahrscheinlich will er wieder was von dir. Ist noch ganz genau, wie ich ihm den vor die Füße geworfen habe. Stehen sogar noch unsere Namen drin. Was soll ich denn jetzt machen?
Entweder du ignorierst das Geschenk oder du sprichst Sebastian darauf an. Toller Tipp. Ich an deiner Stelle würde mich für die erste Möglichkeit entscheiden. Besuch für Sie. Störe ich oder darf ich reinkommen? Ich musste dich einfach sehen. Fahren Sie bitte. Was war denn? Ach, nichts. Gar nichts. Ich spreche noch weiter. Tja, also, ich bin ja froh, dass du das Päckchen bekommen hast. Setz dich doch, wenn du magst. Gern. Ich lasse euch dann mal alleine. Okay. Was soll das, mir diesen Ring zu schicken? Hat er einmal gehört und ich wollte, dass du ihn wiederbekommst. Nach all den Jahren? Das fällt dir ja reichlich früh ein. Isabel, ich hab mir schon etwas dabei gedacht. Ach was? Die Wahrheit ist, ich hab dich nie vergessen. Bis heute nicht. Ich weiß, dass ich dich sehr verletzt habe. Das weiß ich alles, aber glaub mir, ich konnte nicht anders. Das verstehe ich nicht. Ich war überfordert, zu unreif. Und du warst mir überlegen. Und damit bin ich nicht klargekommen. Was erzählst du denn da? Dass ich dich verlassen habe. Das war, und das schwöre ich, der größte Fehler meines Lebens. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. War doch gar nicht so langweilig, das Spiel, oder? Nee, hat mir gut gefallen. Welches willst du? Danke, dass du mich auch fragst. Mann, links first. Also, Schoko, Erdbeer oder Vanille? Ich nehme das, danke. Hier für dich. Na toll, ich darf wieder nehmen, was übrig bleibt. Och, du Armer. Ja. Sag mal, hat dir das Spiel jetzt echt gefallen oder sagst du es nur so? Nein, es hat mir wirklich gefallen. Außerdem habe ich eine Menge dazugelernt. Sie schwindelt. Komm, dafür, dass ich anfangs gar keine Ahnung hatte, habe ich es echt ganz gut gemacht. Ja, das ist richtig. Du bist ein echtes Naturtalent. Sag mal, wenn du willst, dann könnten wir mal auf den Streetballplatz gehen. Dann kannst du selber ein paar Körbe werfen. Ja, gute Idee. Ich würde dich gerne noch auf ein Getränk einladen. Finde ich gut. Ja, am besten wir holen uns was und setzen uns in den Park. Bei dem Wetter. Sehr gut. Okay. Cocktail Hawaii. Das Rezept habe ich von Simon. Lecker. Ja. Und, hast du schon einen Platz entdeckt, der dich reizen würde? Ja, der Ostteil der Insel sieht ganz interessant aus. Aber so richtig begeistert bist du nicht. Doch, doch, mein Schatz. Es ist eine wunderbare Idee von dir, nach Hawaii zu fliegen. Peter, was ist eigentlich los? Was soll los sein? Ich merke doch, dass du etwas hast. Ach, du meinst wegen der Reise? Nein, ganz grundsätzlich. Hat es etwas mit mir zu tun? Nein. Wie kommst du jetzt darauf? Ich liebe dich und ich möchte, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Wenn es irgendetwas gibt, das ich wissen sollte, dann sag es mir. Gut, ihr nehmt also beide eine Cola, ja? Oh nee, ich nehme lieber ein Wasser, bitte. Bist du auf Diät? Findest du etwa, ich bin zu dick? Nein, überhaupt nicht. Du weißt ganz genau, dass du eine tolle Figur hast. Ja, ich glaube, das könnt ihr auch ohne mich ausdiskutieren. Ich hole mal die Getränke. Bis gleich. Jo. Gleich.
Na, was ist jetzt? Wollen wir eine Runde spielen? Du bist doch sowieso besser als ich. Wenn du hier auf der Decke liegen bleibst, klar. Dann ist los, die faule Sache. Boah, na warte. Gib her. Komm. Den kriegst du so schnell nicht wieder. Komm. Was? Na, komm. Na. Scheiße, was ist passiert? Nee, ist alles in Ordnung. Ja, sicher? Ja. Mein Ball. Ich krieg ihn zuerst. Was? Ich finde dein Verhalten ziemlich merkwürdig. Bin ich dir denn so egal? Nein. Was findest du dann merkwürdig? Isabel, die Wahrheit ist, wir haben doch nie aufgehört, uns zu lieben. Ich kann aber nicht so tun, als sei nichts passiert. Ja, aber was zählt, ist doch das Jetzt. Können wir nicht einfach nur gute Freunde sein? Freunde? Isabel, ich will nicht nur Freundschaft, ich will dich. Hör mal, Sebastian. Ich liebe dich. Ich ertrage es nicht, dich zu sehen, ohne mit dir zusammen zu sein. Ja, aber... Weißt du, ich will dich berühren und dir ganz nah sein. Isabel, ein Tag ohne dich und ich bin völlig einsam und leer. Ich würde dir so gerne glauben, aber du hast mich damals total enttäuscht. Ich weiß. Aber jetzt ist alles ganz anders. Ich werde dir nie wieder wehtun, das schwöre ich. Ich weiß nicht. Es geht mir einfach alles viel zu schnell. Isabel, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Wenn du mich nicht liebst, dann muss ich weg von hier. Weit weg. Ins Ausland. Hast du Bedenken wegen unserer Hochzeit? Nein, Charlie. Das ist es nicht. Ja, aber was ist es dann? Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Es ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Ich stelle mir überhaupt nichts vor. Ich möchte nur endlich wissen, was dich bedrückt. Hat es mit deinem Sohn zu tun? Mit der Agentur? Nein. Aber was ist es dann? Charlie. Du weißt, dass ich dich liebe. Du bist die wunderbarste Frau, die ich je getroffen habe, und ich bin sehr glücklich mit dir. Aber wo ist denn das Problem? Ich habe... Wie soll ich sagen? Ich habe einen Fehler gemacht. Aha. Einen sehr, sehr großen und dummen Fehler. Bitte, sag jetzt nicht. Doch. Kenne ich sie? Wer?